Ja, dann fangen wir an. Guten Morgen. Einen schönen, fast frühlinghaften guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich bin Sergej Lagodinsky, ich leite das EU-Nordamerika-Referat hier und ich freue mich und ich bin sehr dankbar auch an Nora und ihr Referat für diese wunderbare Konferenz, die wir jetzt erleben. Wir sind da die Mitveranstalter. Wir haben gestern schon über ganz spannende, interessante und neue Perspektiven, also neue für diese Diskussion, für den Diskurs, den wir hier führen, sehr häufig Deutschland fixiert. Und gestern, das haben ja einige Referentinnen und Referenten auch ausdrücklich gesagt, zum ersten Mal kommt zur Sprache diese Pluralität der Perspektiven auf die deutsche Energiewende, diese europäische Pluralität. Und insofern war gestern das Podium mit Stimmen aus Polen, aus Frankreich und danach eben die Länderpanels mit der Zusammenfassung mit vielen interessanten Informationen und die Tatsache, dass es in Dänemark mehr Schweine als Bevölkerung, als Menschen gibt, die wir erfahren haben, ist wirklich nicht das Wichtigste gewesen, aber auch interessant zu wissen, was wir gestern erfahren haben in dieser Zusammenfassung. Heute machen wir den nächsten Schritt und schauen darauf, wie man diese Pluralität der Perspektiven auf der europäischen Ebene institutionell, konzeptionell zusammenfassen kann und mit welchen europäischen Mechanismen kann man da weiter vorankommen. Und wir freuen uns sehr, dass uns gelungen ist, hierfür namhafte, spannende, interessante Referentinnen und Referenten zu gewinnen. Wir fangen heute gleich damit an und ich begrüße Professor Borchert, der von der Europäischen Kommission zu uns stößt und jetzt gleich, wir haben ihn gebeten, eine kleine Stellungnahme, eine kleine Perspektive zu eröffnen aus der Sicht von Brüssel, Brüssel jetzt nicht als Hauptstadt von Belgien, sondern als EU-Hauptstadt zu machen. Professor Borchert ist Rechtswissenschaftler, eine ganz besondere Freude für mich als Juristen und ist seit 87 schon bei der Europäischen Kommission. Er hat angefangen in der Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit. Danach gibt es eine ganze Palette von verschiedenen Funktionen, sehr beeindruckende Vita, finden Sie alles in den Unterlagen, unter anderem auch als Leiter für Direktbeihilfen, Verwaltung, marktpolitische Maßnahmen, im Generaldirektorat Landwirtschaft gearbeitet und, was für uns heute besonders interessant und wichtig, seit April 2013 ist er im Bereich Energie, Binnenmarkt, in der Generaldirektion Energie tätig und da eben als Leiter, als Direktor. Herzlichen Dank. Außerdem noch Professor im Bereich Rechtswissenschaften an der Uni Würzburg. Wir freuen uns sehr und damit überlasse ich das Wort Ihnen, Herr Professor Borchert. Nach einem kleinen Input gehen wir dann in die Diskussion auch mit Ihnen und mit anderen über. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lagodinsky. Sie haben gerade gesagt, April 2013, das klingt so weit weg, aber ich wollte nur mal sagen, es war letzte Woche, dass ich den Job angenommen habe. Und ich freue mich natürlich über die Einladung der Heinrich-Böll-Stiftung zu dieser Konferenz, zu diesen Streitgesprächen, die wir gleich führen werden. Aber ich muss natürlich davor sagen, da ich erst eine Woche im Amt bin, hoffe ich, dass die Erwartungen bei Ihnen nicht zu hoch gesteckt sind, denn ich glaube, ich habe diesen Termin auch angenommen und nehme ihn gerne wahr, um vielleicht sogar mehr mitzunehmen, als ich bei Ihnen hier zurücklassen werde. Aber das wird sich in der Diskussion gleich zeigen. Erneuerbare Energien, was kommt nach 2020? Zunächst einmal können wir feststellen, dass wir für den Zeitrahmen bis 2020 einen klaren Regelungsrahmen für Energie- und Klimapolitik haben. Wir haben drei Kernziele. Wir haben die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 20%. Hier die erfreuliche Feststellung, dass 2011 wir bei 16% Reduzierung angekommen sind. Ein sehr vielversprechendes Ergebnis für die Zielerfüllung. Wir haben das Ziel der erneuerbaren Energien, die einen Anteil am Bruttoendenergieverbrauch von 20% auch in 2020 haben sollen. Hier habe ich eine Zahl von 2010, 12,2
7%. Da gibt es noch einiges zu tun, wenn wir da eine Ziellandung hinbekommen wollen. Diese beiden Ziele sind sogar für verbindlich erklärt worden. Und wir haben ein drittes, das Energieeinsparungsziel, das unverbindlich ist. Hier liegen keine sehr vielversprechenden Zahlen vor. Allerdings haben wir 2012 ja die Energieeffizienzrichtlinie auf den Weg gebracht. Und wenn die Mitgliedstaaten jetzt ihre Hausaufgaben tun und diese zügig umsetzen, dann werden wir auch dort die notwendigen Erfolge hoffentlich sehen. Das sind also die drei Kernziele. Diese Kernziele werden überlagert von der jetzt gerade in der Diskussion befindlichen Verwirklichung eines offenen, integrierten und wettbewerbsorientierten Energiebinnenmarktes. Und dieser Binnenmarkt ist auf eine ganze Reihe von Zielen ausgerichtet: Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Energieversorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, erschwingliche und wettbewerbsfähige Preise und last but not least die nachhaltige Nutzung der begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen. Soweit also, wenn Sie so wollen, die Bestandsaufnahme für 2020. Und wenn Sie sich das nochmal Revue passieren lassen, dann kann man sagen, dass diese Zielausrichtung mit den drei Kernzielen und sozusagen die übergreifende Binnenmarktziel auch der Maßstab für die Zeit bis 2030 sein muss. Allerdings müssen hier einige Neujustierungen aufgrund der Erfahrungen, auf der Veränderungen und Entwicklungen angebracht werden. Man kann natürlich die Frage stellen, müssen wir das jetzt mit einer neuen Weichenstellung, mit vielleicht sogar neuen Gesetzgebungsmaßnahmen oder Leitlinien oder wie auch immer machen und schon zu diesem Zeitpunkt? Die Antwort ist klar ja. Ich will nur drei Gründe dafür nennen. Wir haben durch die Fahrpläne 2050 klare Vorgaben. Und wenn wir die erreichen wollen, zum Beispiel, dass wir es erreichen wollen, dass der maximale Anstieg der Erderwärmung weniger als 2 Grad betragen soll, dass wir eine weitgehende Dekarbonisierung der Stromerzeugung haben, dass wir bei 80-95% CO2-armer Energie liegen, dann ist das nur zu erreichen, wenn wir klare Zwischenetappenziele erreichen, und die müssen eben bei 2030 liegen. Hier auch vielleicht eines, was im Energiefahrplan 2050 bereits angesprochen ist, dass die Treibhausgasemissionen 2030 nach diesem Fahrplan um 40% gesenkt werden müssen. Wir haben außerdem natürlich im Rahmen der Energiewirtschaft es mit sehr langen Investitionszyklen zu tun. Und das heißt auch, wenn wir Investoren gewinnen wollen, in Infrastrukturmaßnahmen, in Innovationen, in neue Technologien zu investieren, brauchen die natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit und auch eine gewisse Rechtssicherheit. Und last but not least, wir bleiben Optimisten in Europa. Wir denken immer noch, dass es 2015 gelingt, ein rechtsverbindliches Klimaschutzprotokoll weltweit zu erreichen. Und dann ist es gut, wenn die Europäische Union rechtzeitig dafür aufgestellt ist. Also, Sie sehen, wir sind durchaus jetzt zeitnah dran, diese Weichen für 2030 zu stellen. Und dieses Zwischenetappenziel ist nach unserer Auffassung sehr wichtig. Deswegen haben wir auch am 27. März diesen Jahres ein Grünbuch herausgebracht, das die Diskussion in einer breiten Öffentlichkeit über diese Weichenstellung eröffnen soll, anstoßen soll. Wir haben dort die Thematik aufgearbeitet, wir haben Fragen gestellt und laden alle interessierten Kreise ein, an dieser Debatte aktiv teilzunehmen, was wichtig ist. Denn ich habe schon gesagt, vielleicht über die Ziele, vielleicht auch nicht, wir werden das sehen mit Herrn Fell gleich in der Diskussion, kann man sich sicherlich schneller verständigen, als die passenden Instrumente zu finden, um diese Ziele dann auch nachhaltig und wirksam zu verwirklichen. Also schauen Sie sich dieses Grünbuch an. Ich glaube, es enthält sehr viele interessante Hinweise. Und meine Bitte auch an Sie alle, beteiligen Sie sich aktiv. Je mehr Stimmungen und Stellungnahmen wir bekommen, desto besser ist es auch für unsere Aufbereitung. Ich möchte jetzt für die Diskussion aus diesem großen Bereich, das das Grünbuch schlägt, eigentlich nur 2 Themen herausgreifen. Das eine ist die Festlegung verbindlicher Zielwerte. Ich habe ja schon gesagt, 2020 hatten wir 2 verbindliche Zielwerte. Das war für die Treibhausgasemissionsreduzierung und
für den Anteil der erneuerbaren Energien. Sollen wir mit diesen verbindlichen Zielvorgaben, vielleicht sogar ergänzt um die Energieeffizienzzielvorgabe, weitermachen oder nicht? Das ist die erste wichtige Frage und wahrscheinlich eine sehr kontroverse Frage. Wir haben schon Stimmungen aufgegriffen, die gesagt haben, ja, ohne verbindliche Zielvorgaben wird es nicht gehen. Wir brauchen sie als politischen Impulsgeber. Wir brauchen es, um langfristige Perspektiven für die Investoren zu setzen. Und last but not least, ganz wichtig, wir brauchen es auch als einen Maßstab für die Messung der Fortschritte, die wir in den Gebieten erzielen. Auf der anderen Seite wird natürlich darauf hingewiesen, mit diesen Zielvorgaben, vor allen Dingen der Multi-Zielvorgabe, also nicht nur eine Zielvorgabe für die Reduzierung der Treibhausgase, sondern auch für die anderen beiden Kernziele, sei es nicht möglich, eine kohärente Politik durchzuführen, weil sich diese Zielvorgaben teilweise widersprechen oder zumindest nicht kohärent durchgeführt werden, nicht kosteneffizient sein können und auch nicht die Ausgereiftheit bestimmter Technologien, gerade auch im Bereich der erneuerbaren Energien, widerspiegeln. Das sind also, wenn Sie so wollen, die beiden Strömungen. Die erste würde sagen, jawohl, verbindliche Ziele für alle drei Kernziele. Die andere würde sagen, Reduzierung einer verbindlichen Zielfestlegung auf die Reduzierung der Treibhausgase. Wenn ich da anfange, zu dem ersten Ziel, Reduzierung der Treibhausgase, besteht ein breiter Konsens, ein solches Ziel festzulegen. Allerdings, der Streit geht jetzt da los, wie hoch soll dieser Zielwert sein? Ich habe schon gesagt, wir haben in dem Fahrplan 2050 klargemacht, dass wenn wir unsere langfristigen Ziele erreichen wollen, muss diese Reduzierung 40% betragen. Dem wird entgegengehalten, dass diese 40% Reduzierung äußerst kostenintensiv und kostenwirksam ist und deshalb ist die Ablehnung dort jedenfalls teilweise auch sehr stark. Wenn wir uns jetzt aber das nächste Ziel anschauen, nämlich das Ziel betreffend die erneuerbaren Energien, hier gehen jetzt die Meinungen ganz, ganz weit auseinander, weil viele sagen, dass gerade eine neue Zielfestsetzung für die erneuerbaren Energien, was ich gerade gesagt habe, die Kohärenz der gesamten Politik aus den Fugen geraten lässt. Es wird darauf hingewiesen, dass die erneuerbaren Energien bereits aus ihrem Frühstadium herausgewachsen sind und jetzt im Laufe der Jahre, vielleicht noch nicht heute, aber wir haben ja hier den Zeithorizont 2030, auch in Konkurrenz treten, zunehmend in Konkurrenz treten mit anderen CO2-armen Technologien. Und diese würden dann natürlich bei einer solchen verbindlichen Zielfestsetzung ins Hintertreffen geraten und wir würden keinen fairen Wettbewerb mehr haben. Es wird deshalb auch immer stärker die Forderung gestellt, eine genaue Untersuchung darüber anzustellen, ob es denn tatsächlich notwendig ist, eine solche Zielfestsetzung zu machen oder ob es nicht bereits Zeit ist, die richtigen Marktbedingungen für die erneuerbaren Energien zu schaffen, um sie so über den Markt ihren Weg durch das System finden zu lassen. Eine weitere Frage, die in diesem Zusammenhang der Zielfestsetzung, der quantitativen Zielfestsetzung gemacht werden muss, ist, die Auswirkungen dieser Festsetzungen genau zu untersuchen, und zwar im Hinblick auf die Energiemärkte, auf die Energiepreise und auch auf die öffentlichen Haushalte, denn all das, wenn ich verbindliche Ziele setze und sie erreichen will, wird natürlich nicht ganz ohne Geld gehen. Also dies sind, wenn Sie so wollen, die zentralen Fragen, die sich bei der Frage der verbindlichen Zielfestsetzung, quantitativen Festsetzung der Ziele für die erneuerbaren Energien stellen. Der zweite Gesichtspunkt, den ich kurz ansprechen will, betrifft die Kohärenz der Instrumente, die wir einsetzen. Ich habe schon gesagt, dass die drei Kernziele überlagert werden von dem allgemeinen Ziel der Verwirklichung eines Energiebinnenmarktes. Meines Erachtens kann nicht bestritten werden, wenn ich die erneuerbaren Energien und die Energieeinsparungen für sich alleine nehme, ist es nicht möglich, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dies geht nur, wenn es gelingt, diese Dinge in einen funktionierenden, offenen, integrierten Binnenmarkt einzubinden.
Und hier beginnen die Probleme bei der Frage, wie schaffe ich das für die erneuerbaren Energien? Wie kann oder was muss geschehen, damit eine vollständige, wirksame Integration der erneuerbaren Energien in einen solchen Binnenmarkt gelingt? Da haben wir zunächst und zuvörderst die Überprüfung der Fördersysteme für erneuerbare Energien. Das ist hoch umstritten. Die Kommission hat sich dieser Frage angenommen. Die Kommission arbeitet an einer Mitteilung über die Fördersysteme für erneuerbare Energien in Europa. Wir haben eine öffentliche Debatte darüber geführt. Wir bringen die Dinge zusammen und werden im Laufe des Jahres mit entsprechenden Vorschlägen kommen. Alle Fördersysteme, ob es über die Einspeisungstarife geht oder über Quoten oder über Investitionsbeihilfen, alle Systeme, die in Europa gegenwärtig hier angewendet werden, werden einer vollständigen Überprüfung unterzogen, auch vor dem Hintergrund der Binnenmarktintegration. Und wir werden diese Ergebnisse dann vorstellen. Klar ist für uns aber, und das sage ich auch ganz deutlich, das Ziel ist hier, betreffend auch die Fördersysteme, diese Fördersysteme langfristig vollständig umzustellen auf die beste Verwendung der Investitionsmittel. Und das sind nun mal Investitionen in Innovation, in Forschung, in neue, smarte und grüne Technologien. Und weniger sozusagen in die Investitionen, diese Energien am Markt konkurrenzfähig zu platzieren. Langfristig muss es möglich sein, die erneuerbaren Energien im Markt selbst bestehen zu lassen. Es kann nicht sein, wir können diese Energien eine Anschubhilfen geben, man muss dann sehen, wie lange es geht, aber irgendwann müssen diese Energien auch im Markt bestehen. Das zweite große Problem wird sein, wie können wir diese erneuerbaren Energien in unsere Übertragungs-, Fernleitungs- und Verteilernetze einschließlich der grenzüberschreitenden Infrastruktur, die wir brauchen, aufnehmen. Hier ist klar, dass wir massive Investitionen in die Netze benötigen, um dieses zu bewerkstelligen. Gegenwärtig wird die Nutzung oder heute nutzt man die vorhandenen Stromübertragungsnetze und das führt zu einigen grenzüberschreitenden Problemen. Stichwort hier die Loop-Flow-Probleme, die wir vor allen Dingen zwischen Deutschland und Polen und Deutschland und Tschechien haben, wo also die Energien über deren Netze geleitet werden und das dort zu Überlastungen führen kommen, sodass sie schon, weil sie nicht wissen, wann und wie viel Strom aus Deutschland in ihre Leitungen läuft, dass sie eine Sicherheitsmarge lassen müssen. Und hier zeigt sich wieder, dass ein solches Problem nur über Kooperation und Koordination über die Grenze hinweg gelöst werden kann. Und auch dies eine ganz wichtige Aufgabe, die man im Rahmen nur eines funktionierenden Binnenmarktes lösen kann. Last but not least, wir müssen ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang lösen. Und das ist nämlich, hängt damit zusammen, dass die erneuerbaren Energien, wenn wir mal jetzt die Wind- und die Solarenergie nehmen, ein gravierendes Problem haben. Man braucht Sonne und man braucht Wind. Und den können Sie nicht bestellen, obwohl wir das in Brüssel mit der Sonne jedenfalls manchmal gerne tun würden, sondern sie kommen und gehen. Das heißt, wir haben bei dieser Energie keine Gewähr, dass wir eine durchgängig ausreichende Menge zur Verfügung haben. Und hier stellt sich die Frage, wie können wir Dinge regulieren, dass wir in Zeiten einer Unterversorgung durch diese Energiequellen hinreichend Strom an unsere Verbraucher, Haushalte und natürlich auch industrielle Verbraucher bringen. Gegenwärtig ist hier in der Diskussion die Schaffung von Kapazitätsmärkten oder Kapazitätsmechanismen. Die Kommission hat dazu auch eine öffentliche Debatte schon geführt. Wir sind gerade dabei, die Ergebnisse auszuwerten. Wir werden noch vor der Sommerpause mit unseren Ergebnissen aufwarten. Und ich will hier jetzt nicht mehr dazu sagen, weil
mit Recht, weil das Thema wirklich unter den Nägeln brennt, dazu hier im Rahmen dieser Veranstaltung sogar ein eigener Workshop eingerichtet worden ist, der gleich im Anschluss an diese Veranstaltung hier stattfinden wird. Und für die, die das näher interessiert, lade ich gerne ein, in diesen Workshop dann zu gehen. Ich will es hier nur deutlich machen, das Problem ist von der Kommission erkannt. Und ich sage auch so viel für die, die nicht mitkommen. Wir sind nicht prinzipiell gegen Kapazitätsmechanismen. Sie müssen nur binnenmarktkonform und binnenmarktfreundlich installiert werden. Was das dann heißt, das können wir vielleicht in der Diskussion dann später aufarbeiten. Insgesamt, und damit komme ich auch zum Abschluss meiner einführenden Worte, kann ich sagen, dass die erneuerbaren Energien bereits heute systemrelevant sind und das wird sich in der Zukunft noch verstärken. Aber, wie ich versucht habe aufzuzeigen, es liegen sehr große Herausforderungen vor uns, die zu bewältigen sind, wenn wir die erneuerbaren Energien in den jetzt zu verwirklichenden Binnenmarkt vollständig integrieren wollen. Nur wenn uns das gelingt, wird es auf lange Sicht auch möglich sein, die erneuerbaren Energien auch europaweit in eine Stellung zu bringen, wie sie sie in Deutschland im Rahmen der Energiewende heute bereits hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zur Diskussion über, vielen Dank für diesen Aufschlag, da gibt es sicherlich einiges zu diskutieren, was gleich hier auf dem Podium auch geschehen wird. Mit dabei ist auch Mitglied des Bundestages Hans-Josef Fell, der jetzt gleich vorgestellt wird. Moderation übernimmt Camilla Bausch, Dr. Camilla Bausch, wer in Berlin zur internationalen Klimapolitik etwas tut, kommt an dem Namen und an der Person nicht vorbei. Camilla gehört zum Team von Ecologic Institute, ist da Senior Manager und oder ein Mitglied des Senior Managements und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit internationaler Klimapolitik und Emissionshandel. An Camilla ist auch ganz interessant, dass sie auch da viele verschiedene Perspektiven mit einbringt. Sie hat eine Zeit lang beim US-Kongress gearbeitet, also auch die transatlantische Perspektive auf die Energie- und Umweltpolitik bringt sie mit und auch in der freien Marktwirtschaft als Mitarbeiterin von Boston Consulting, wo sie auch diese Einblicke und Erfahrungen gesammelt hat. Sie ist einer der Editorinnen, Associate Editor von Carbon and Climate Law Review, einer wichtigen Zeitschrift, schreibt auch selber viel und forscht viel zu Netznutzungsregeln. Damit beschäftigte sie sich auch im Rahmen ihrer Promotion. Wir freuen uns, dass Sie, Frau Dr. Bausch, die Moderation übernehmen und wünsche allen viel Spaß und viele interessante Informationen und Erkenntnisse aus der Diskussion, die jetzt stattfindet. Vielen Dank. Herzlichen Dank. An. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich sehr, dass wir hier so viele Leute im Raum haben, um dieses Thema zu diskutieren. Ich glaube, viel passender zeitlich hätten wir kaum sein können mit dem Grünbuch, was gerade auf den Markt gekommen ist, um die Diskussion anzureichern. Und Sie werden festgestellt haben, neben mir auf dem grünen Stuhl sitzt nicht Rebecca Harms, sondern Hans-Josef Fell. Rebecca Harms war kurzfristig verhindert, aber wir haben das große Glück, dass ein unfassbar kompetenter Mensch aus dem Bundestag eingesprungen ist, der sicher Ihnen, die Sie sich mit Energiepolitik beschäftigen, allen gut bekannt ist. Vom Ablauf, ich werde Hans-Josef Fell, obwohl er so bekannt ist, trotzdem kurz vorstellen und werde dann ihm die Gelegenheit geben, ganz kurz auf die Keynotes von Herrn Professor Borchardt einzugehen. Daraufhin mal gucken, ob dann schon die Diskussion so im Gange ist, dass ich mich zurücklehnen kann. Wenn nicht, habe ich ein paar Fragen, mit denen ich dann die Kontroversen vielleicht noch rauskitzeln kann. Wir haben natürlich hier auch eine Position, die Kommission hat gerade das Grünbuch rausgebracht.
Das bedeutet, wie viel da schon Festlegung ist, beziehungsweise die Diskussion beginnt jetzt erst, da ist noch nicht sehr viel Festlegung drin, sondern sehr viel Vorschlag. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Danach werde ich aber Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir haben leider Gottes nicht sehr viel Zeit. Das bedeutet, ich werde 2, 3 Fragen sammeln und dann wird das mit dem Abschlussstatement und den Antworten zusammenfallen. Danach wurde ich gebeten, Ihnen zu sagen, dass Sie eine kleine Pause haben, das werden so 10 Minuten, 15 Minuten sein. Um 10.30 Uhr geht es dann weiter in den Workshops. Bitte nehmen Sie Ihre Jacken und Taschen mit in die Workshop-Räume, die sind ausgezeichnet, da hier dann die Räume anders genutzt werden. So, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, das war's. Dann kommen wir zu Hans-Josef Fell, Mitglied des Bundestages und dort wegweisend involviert gewesen bei der Einführung des EEG. Er wird zum Teil als einer der Väter des EEGs bezeichnet und war auch bei der Novellierung involviert. Und wie wir wissen, ist die Erfolgsgeschichte des EEG-Ausbaus in Deutschland ganz sicher auch dem EEG geschuldet. Er ist aber darüber hinaus, ist im Übrigen vom Haus aus auch in der Physik geschult, versteht also tatsächlich von etwas davon, was da passiert und ist energiepolitischer Sprecher der Bündnis 90 der Grünen. Außerdem ist er Berichterstatter für Technikfolgenabschätzung der Bundestagsfraktion und, was ich besonders nett finde, auch privat relativ konsequent setzt er seine Ideen um. Er hat ein Haus gebaut, was prämiert wurde für die Nachhaltigkeit. Also wir werden alle mal vorbeischauen und uns das angucken. Alle eingeladen. Und außerdem ist er Vater von wunderbaren Kindern. Insofern freuen wir und Enkeln, was natürlich dem Impetus für die Nachhaltigkeit hier nochmal Stärke verleiht. Also wir freuen uns sehr, dass Hans-Josef Fell so kurzfristig zu uns stoßen konnte, zu diesem Streitgespräch. Wie gesagt, der Grünbuch ist gerade raus. Herr Borchert sitzt nicht auf einem schwarzen Stuhl parteipolitisch, sondern das ist die EU-Kommission. wir haben schon einiges gehört von der neuen Dynamik, die auf uns zukommt. Sie sprachen von einer Weichenstellung. Herr Fell, vielleicht denken Sie, das ist eher eine weiche Stellung. Möchten Sie kommentieren? Ja, zunächst mal, liebe Camilla Bausch, für die nette Einführung. Herzlichen Dank, Herr Borchert, auch für die Ausführungen. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, es ist in der Tat sehr viel zu diskutieren. Ich will mal das, was Sie, Herr Borchert, vorgetragen haben, unter einer Überschrift versuchen zusammenzufassen. Und das ist eine Überschrift, die ich immer und sehr viel bei Stellungnahmen aus der Kommission höre und sehe und bei übergeordneten Diskussionen über europäische Energiepolitik. Erneuerbare sind teuer, sie passen nicht in den Markt. Sie haben Probleme in der Einführung. Nachts scheint keine Sonne. Und fossile Energien, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Die haben ja kein Problem mit Versorgungssicherheit. Die sind immer billig, unendlich Verfügbarkeit. Wir haben da keine Konkurrenz. Insofern müssen wir uns nur darum kümmern, wie wir denn in das existierende und problemlose System mit Nuklear- und fossilen Energien die Erneuerbaren irgendwie hineindrücken. Ich finde das eine absurde Betrachtung. Also, dass nachts die Sonne nicht scheint, darauf kann man sich einstellen. Dass der Wind manchmal nicht weht, sagt uns die Wettervorhersage. Wenn es einen Schiitenaufstand in Saudi-Arabien gibt, das kann man nicht mit Wetterprognosen vorhersagen. Aber dann haben wir ein Versorgungssicherheitsproblem. Und zwar ein massives. Diese Abhängigkeit von den fossilen Ressourcen ist in einer Dimension eine Belastung für unsere Ökonomie, die völlig ignoriert wird. Auch in der Dimension der Kostenbelastungen. Ich kann nicht verstehen, warum eine Ostsee-Pipeline, die viele Milliarden Euro gekostet hat, nicht ein Problem für die Verbraucher von den Gaskunden ist. Warum ist nur die Investition in ein Windrad ein Problem für die Verbraucher? Ich frage mich, wie wir die vielen Kosten schultern wollen, die wir für eine Nabucco-Pipeline aufbringen wollen. Oder für die Shale-Gas-Entwicklung. Oder für neue Kohlegruben. Und da bin ich jetzt nur bei Investitionen in
die konventionelle fossile Versorgungssicherheit. Wir diskutieren in Deutschland aber auch über die Altlasten der Nuklearenergie. Was haben wir an der Grube Asse und in anderen Problemen für richtig riesige Probleme? Aber auf der anderen Seite sagt die EU-Kommission, wir brauchen Low-Carbon-Technologie und leider gehört halt die Nuklearenergie auch zu Low-Carbon. Und sie sagten ja in dem schönen Satz, das wäre ein Problem für die anderen CO2-armen Technologien, wenn wir die Erneuerbaren besonders pushen würden. Ja, es ist ein Problem für die Nuklearenergie, völlig klar. Sie kennen den politischen Standpunkt in Deutschland insgesamt über alle Parteien hinweg. Wir halten sie nicht mehr für verantwortbar. Und ich glaube, wir müssen diese Diskussion, wie wir sie in der Nuklearenergie haben, auch aus Klimaschutzgründen endlich in aller Konsequenz auch bei den fossilen Rohstoffen haben. Denn was wird es denn für diese Welt nützen, wenn wir 20%, 30% oder 40% CO2-Reduktion haben? Das wird ein immenses weiteres Hinaufschaufeln in die Atmosphäre von CO2 sein und anderen Klimagasen, die die Erde in Massivität weiter aufheizt. Die Nuklearindustrie oder die Anti-Atom-Bewegung, besser gesagt, hat nie nach effizienten Atomkraftwerken gerufen, um weniger Atommüll zu produzieren. Die Klimaschutzbewegung sagt, wir machen effizientere Kohlekraftwerke, um weniger CO2 zu emittieren. Ich glaube, dass das nicht mehr verantwortbar ist in der heutigen Zeit, wo die Welttemperatur in einer Rasanz nach oben geht und wir immer schlimmere Auswirkungen haben, die uns ökonomisch belasten. Und da komme ich wieder zurück zur Ökonomie, wo angeblich Erneuerbare und auch Effizienz zu teuer seien. Hochsubventioniert in Richtung, da laufen die Fördergelder. Haben wir nicht den Bericht der Internationalen Energieagentur in Paris gesehen, die für die G20 die Subventionen im Energiesystem aufsummiert hat und festgestellt hat, dass die Subventionen fossil, allerdings weltweit, es wäre wichtig, wenn die Kommission dies auch mal für Europa zusammenstellen würde, wie es da im Detail aussieht, wo die staatlichen Steuergelder an Subventionen weltweit in 2 Jahren von 320 Milliarden US-Dollar auf 530 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Ein klarer Hintergrund da. Die Regierungen haben zu Recht Angst vor den Konsumenten, die mit steigenden Ölpreisen in soziale Schwierigkeiten und vielleicht sogar in soziale Aufstände gehen. Und das haben wir auch schon weltweit. Die steigenden Ölpreise sind die Destabilisierung. Die Lösung wären die erneuerbaren Energien und die Effizienz. Aber diese werden als Kostenbelastung betrachtet. Übrigens weltweit sind die Subventionen für Erneuerbare nur auf der Größenordnung von 50 Milliarden US-Dollar. Also die hohen Subventionen laufen im Konventionellen, auch in Europa. Und da haben wir noch weitere ökonomische Probleme, die wir in diesem Zusammenhang stärker durchleuchten müssen. Und diese Probleme sind beispielsweise, kann sich denn Europa in der Tat noch diese fossilen Rohstoffimporte leisten? Auch dazu höre ich immer nichts von der Kommission zu dieser Frage. Dabei liegt dem EU-Parlament eine wunderbare Analyse vor, angestoßen von Sven Giegold, unserem Europaparlamentskollegen aus der Grünen Fraktion, der klar aufgezeigt hat, dass diese Eurokrise auch sehr viel mit den fossilen Rohstoffimporten zu tun hat, die immer teurer werden und Europa destabilisieren. Wir haben ein 120 Milliarden Euro Defizit in Europa in der Außenhandelsbilanz, trotz des Zugpferds Deutschland. Die EU-27 hat ein Defizit. Und bei diesem Defizit ist hauptsächlich die Analyse, es wird verursacht durch die fossilen Rohstoffimporte, die im vorletzten Jahr 400 Milliarden Euro Rechnung für Europa gebracht haben. Da kann ich doch nicht von einer Sicherheit der Versorgung mit fossilen Rohstoffen reden. Ich muss doch herauskommen aus diesem Dilemma. Und das geht eben nur mit heimischen Ressourcen. Und das ist die Sonne. Auch wenn sie nachts nicht scheint, ist sie tagsüber dennoch da. Und in großen, ausreichenden Mengen, und das kann man organisieren. Und als letztes will ich da dann noch das mit dem Markt so richtig mal in die Lupe nehmen. Die Erneuerbaren müssen sich in den Markt integrieren. Was haben wir denn für einen Markt? Es ist vor allem ein Markt, den Niklaus Dörn auf den Punkt gebracht hat. Die Klimaveränderung ist das größte Marktversagen dieser Erde.
Das heißt, die Nicht-Internalisierung der Schadenskosten von Nuklearmüll bis hin zu den fossilen Emissionen, was Klimaschäden betrifft und anderem. Die Nicht-Internalisierung dieser Schadenskosten, die bei der Gesellschaft von Steuerzahlern, wenn sie überhaupt bezahlt werden, hängen bleiben, macht erst das fossile und atomare Energiesystem billig für die Konsumenten, schafft uns aber an anderer Stelle massive Schäden. Und dann sprechen wir von einem Markt, in dem sich die Erneuerbaren integrieren müssen. Wenn wir nur die Schadenskosten alleine, ich will vielleicht mal sprechen davon, weil das ja auch eine Diskussion auf europäischer Ebene ist, wenn wir nur mal die Haftungsvorsorge für Atomreaktoren verpflichtend umsetzen würden in Europa, für jeden Reaktor, dass er für jeden Schaden, den er verursachen kann, potenziell, siehe Fukushima, wenn er diese Haftung nehmen würde, wäre die Atomenergie in Europa schnell erledigt. Das wissen wir. Aber so ist die absurde Situation, jedes Windrad ist für jeden Schaden, den es produzieren kann und muss, abgesichert, die Atomkraft aber nicht. Und so haben wir eine vollkommene Schieflage, über die wir nicht diskutieren und aus der dann absurde Vorstellungen kommen, die Erneuerbaren und die Effizienztechnologien müssen sich in einem solchen, ich sage es deutlich, völlig fehlallokierten Markt, hochsubventioniert mit Fossil, Schadenskosten nicht integriert, in einen solchen Markt sollen sich die Erneuerbaren dann irgendwie integrieren. Nein, das ist der prinzipiell falsche Ansatz, weil er eine Missachtung der Probleme fossil und nuklear in den Vordergrund stellt und nicht die Chancen der erneuerbaren Energien. Herzlichen Dank. Also ich freue mich, dass wir dem Titel dieser Veranstaltung, dieses Podiums gerecht werden können. Ich lege meine Fragen beiseite, weil ich denke, es wurden so viele aufgeworfen, die brauchen wir gar nicht mehr. Ich werde Herrn Borchert die Möglichkeit geben, direkt zu antworten und dann Ihre Fragen aufgreifen, weil es wurden so viele Themen angesprochen, da möchte ich am liebsten, dass die, die Sie am meisten interessieren, aufgegriffen werden. Also ein bisschen Change of Plans. Ich hoffe in Ihrem Sinne. Herr Borchert. Ja, in der Tat, es sind eine ganze Reihe von Fragen. Und ich habe, als wir uns im Vorgespräch getroffen haben, gefragt, warum heißt das eigentlich Streitgespräch? Jetzt weiß ich es. aber viel streiten will ich gar nicht, weil, Herr Fell, es ist ja vieles richtig, was Sie sagen. Nur ich glaube, dass Sie hier einiges doch überzeichnen. Zunächst einmal sprechen Sie die Kommission an oder auch die Europäische Union. Nur Sie müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass wir keine gemeinsame Energiepolitik haben. Das heißt auch, wenn Sie ansprechen, die verschiedenen Energietypen und Träger, dann müssen Sie auch zur Kenntnis nehmen, dass sich die Mitgliedstaaten vorbehalten haben, über den Energiemix frei und selbst zu entscheiden. Es gibt keine Vorfestlegung auf europäischer Ebene, die sagt, wir wollen, oder dass wir die Kompetenz überhaupt hätten, zu sagen, wir wollen Zielrahmen, weiß ich, 2050, 2080, 100% über erneuerbaren Energien unseren Energiebedarf decken. Das heißt, das muss man einfach mit zur Kenntnis nehmen und man kann die Diskussion dann so führen, wie sie sie führen. Aber was aus Europa kommt, jetzt komme ich zum europäischen Binnenmarkt, den wir verwirklichen wollen, auch dort, glaube ich, müssen Sie zur Kenntnis nehmen, dass wir dort eine klare Entscheidung zugunsten der erneuerbaren Energien bereits gefällt haben. Und ich habe es gesagt, wenn Sie sich die Fahrpläne 2050 angucken, dann sprechen wir hier schlichtweg für 2030 von einer Verdoppelung. Und ich habe noch nicht gesagt, wie die Kommission letztlich, weil ich kann dem auch nicht vorgreifen, zu der verbindlichen Zielfestlegung stehen wird oder nicht. Aber wenn es dazu kommt, und das ist ja im Fahrplan 2050 vorgezeichnet, dann werden wir von 2020 hin nach 2030 es zu einer Verdoppelung des Anteils der erneuerbaren Energien bekommen. Und dann haben Sie auf die Kosten angesprochen. Jawohl, die Kosten sind auf beiden Seiten da, natürlich. Niemand würde bestreiten, was Sie sagen, dass die Kosten auch jetzt noch für die fossilen Energien immens hoch sind. Und Sie haben die Kernenergie herausgestellt, aber Sie können auch Kohle oder sonst was nehmen. Es laufen aber auch andere Möglichkeiten, weil Sie auch von der heimischen Produktion gesprochen haben. Auch hier gibt es Möglichkeiten anderer Energieträger, die wir nutzen können. Allerdings
kann das nicht von dem Problem ablenken, dass für die erneuerbaren Energien auch in Zukunft wesentliche, massive Investitionen notwendig sind. Sie haben gesagt, Nabucco kostet viel Geld. Müssen wir mal sehen, was überhaupt mit Nabucco wird, weil Sie wissen, die Entscheidung wird erst in wenigen Wochen getroffen werden, ob es Nabucco überhaupt wird. Oder andere Gaspipelines. Richtig, das sind massive Investitionen. Aber was Sie dort auch mit einbeziehen müssen, ist, dass Sie sagten, ja, aber wir haben Windräder. Nur die Windräder alleine bringen ja noch nichts. Sie haben verglichen die Windräder, wir sprechen über Windräder und da sprechen wir über Pipelines. Die Windräder ist nur der Anfang, Sie brauchen dann die Leitungen. Und das ist doch gerade auch hier in Deutschland in der Energiewende ein großes Problem, den im Norden, im schleswig-holsteinisch oder offshore erzeugten Strom in die Ballungsgebiete zu bringen, dort wo er dann auch verbraucht wird. Das heißt, dort sind massive Investitionen notwendig. Und wir wollen ja den Rahmen für diese Investitionen schaffen. Und auch das glaube ich, Sie gehen meines Erachtens teilweise sehr forsch über die Ansätze, die wir zur Diskussion stellen und die ich versucht habe anzureißen, hinweg. Wie gesagt, wir wollen die Anreize schaffen für einen höheren Anteil an Erneuerbaren. Wir wollen im Rahmen der Schaffung des Binnenmarktes die Rahmenbedingungen für nachhaltige Investitionen, die notwendig sind, um die erneuerbaren Energien voranzubringen, machen. Wir wollen den Gebrauch oder Verbrauch fossiler Energien absenken. Wir wollen weniger Abhängigkeiten. Aber wir müssen auch die Realitäten mit ins Kalkül hineinnehmen. Sie werden dieses innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, der bald 28 Mitgliedstaaten, nicht so dekretieren können, wie Sie das hier in Deutschland mit der Energiewende geschafft haben. Das läuft so nicht. Wir brauchen für eine für mich noch gar nicht überschaubaren Zeitrahmen einen Energiemix. Und wenn Europa da oder jetzt auch die Europäische Kommission oder die Europäische Union ihre Verantwortung für einen europäischen Binnenmarkt wahrnehmen will, dann kann sie sich nicht heute schon auf eine einzige Energieressource festlegen. Aber wir können... wie ich gesagt habe, erstens können wir das aus kompetenzrechtlichen Gründen gar nicht, aber wenn wir selbst diese Empfehlung aussprechen würden, ist die erneuerbare Energie heute nicht in der Lage, die Versorgungssicherheit zu liefern, die wir brauchen. Es tut mir leid. Herzlichen Dank, Herr Borchert. Ich sag mal, es werden jetzt viele Sachen angepackt. Der Energiemix, ich will nur sagen, dass der WBGU, also Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltfragen, der dachte auch, na, da sollten mehr Kompetenzen rauf auf die EU-Ebene, um den Energiemix zu leiten. Allerdings sagten, das ist ein hochambitioniertes, langfristiges Projekt. Nur mal so, also, und, aber ich finde auch ganz schön festzustellen, dass wir einiges haben, was uns einigt. Nur um das auch noch zu unterstreichen, nämlich, dass wir dekarbonisieren wollen und dass wir den Klimaschutz wollen und dass das Ganze ein Beitrag sein soll zu unserem 2015er Agreement. Also, dass es hier auch von der Grundrichtung offensichtlich einiges gibt, was ähnlich ist. Allerdings in den Details, und zwar schon auf der zweiten Ebene, fällt da doch viel auseinander. Ich würde jetzt gerne ein paar Fragen aus dem Publikum Ich würde aber gerne ein paar Sachen noch aufgreifen, Weil das zwischen den Rippen drängt, aber ja, bitte 3 Minuten. Ja, ja. Denn das geht ja wirklich ans Fundament. Denn es sind die fehlenden Analysen auf der EU-Kommissionsebene, wie denn erneuerbare und Effizienztechnologien sich technologisch schnell durchsetzen können. Sie sagen einfach in einer Behauptung, man braucht auch langfristig noch einen fossilen, atomaren, erneuerbaren Energiemix. Ich widerspreche dem einfach. Haben Sie nicht gesagt? Sie sagten Energiemix. Normalerweise unterstelle ich dann auch das, was von der EU-Kommission massiv unterstützt wird, nämlich die atomare Sachen, wenn wir zum Beispiel mal in die Forschungsförderung gucken, da laufen 90% der Mittel immer noch in Kernfusion und in Kernspaltung hinein. Völlig weltfremd von dem, was die dann bringen können. Wir haben
auch nicht die Aussage so einfach unwidersprochen hinzunehmen, dass das lang dauert. Schauen Sie mal, wie schnell die Informationstechnologien sich über die Welt verbreitet haben. Das hat 20 Jahre gedauert. Ein technologischer Hype mit hoher Geschwindigkeit. Warum sollen Klimaschutztechnologien wie die erneuerbaren Energien dies nicht auch schaffen? Sie können es schaffen. Wir haben die Wachstumsgeschwindigkeiten in Deutschland organisiert in einer hohen Geschwindigkeit. Und wenn wir es dann ernst meinen mit Klimaschutz, warum gehen wir da nicht voll ran? Was nützt uns denn eine Low-Carbon-Technologie und eine Strategie, die uns 2050 immer noch 20% Emissionen zulässt, wenn wir dabei dann schon eine Erdtemperatur von 3, 4 Grad Celsius haben? Das ist doch das, worüber wir reden müssen. Und wir wissen alle, dass 3, 4 Grad Celsius nicht akzeptabel sind für diese Erde. Also wenn wir Chancen haben, technologisches viel schneller zu machen und auch ökonomisch, und da bitte ich Sie, diejenigen, die die Informationstechnologie über die Welt gebracht haben, das sind die Universitäten Stanford und Davis in Kalifornien, die mal anzugucken, was die sagen über die vierte Industrierevolution, über die grünen erneuerbaren Energienrevolution. Und die sagen, das lässt sich in der Welt industriell, technologisch in 20 Jahren vollständig 100% ausbauen. Und es ist kostengünstiger als die Beibehaltung des konventionellen Energiesystems. Wenn diese beiden Prämissen stimmen, kann es keine Strategie der Kommission und der nationalen Länder und anderen sein, noch massiv Subventionen, Unterstützungen, Genehmigungsunterstützungen für den Ausbau der fossilen Ressourcen zu geben und für die Nutzung der fossilen, wenn dies stimmt. Wenn dies nicht stimmt, dann würde ich gerne eine Widerlegung haben. Nur, es gibt gar keine Auseinandersetzung auf der europäischen Ebene mit diesen Thesen. Sie werden einfach nur als nicht existent, als weltfremd, als unrealistisch angenommen, ohne zu hinterleuchten, ob sie denn real sind. Herzlichen Dank. Wir haben zum Glück, weil das liegt nicht alles in der Kompetenz der Kommission, sondern auch in den Kompetenzen der Mitgliedstaaten, und haben hier im Raum auch Vertreter aus anderen Mitgliedstaaten. Und die dürfen sich gerne dann auch zu Wort melden. Jetzt aber Fragen. Ich sehe hier drei. Die Dame, der Herr in Rot, der Herr dort, genau. Und sagen Sie doch kurz Ihren Namen und woher Sie kommen und dann. Thank you. In English, please, if I may. Mark Johnston, I live and work in Brussels. I work with the European Policy Centre. Mr. Borchardt in particular, one compliment, one comment, and one question. Compliment, I think even though this is day two of the conference, you're the first person that responds to the conference title in terms of thinking European. A lot of what we heard yesterday was either appeals for only domestic approaches or appeals for bilateral cooperation between Germany and some of its neighbouring states. So, you know, what you've said about thinking European is essential, I think, if we are to really grapple all of these issues. The second point, the comment, is on the energy chapter of the treaty after Lisbon, the interpretation of the energy article that you described, I think, is not accurate, and that it's clear since Lisbon energy formally is a shared competence between the Union and its member states, in just the same way that the environment chapter is a shared competence and the internal market chapter also represents a shared competence. And the specifics of why I think it's inaccurate, I'll follow up with you offline. Third point, which is the question, you mentioned the state aid guidelines, which are now under review for environmental protection. On the detail of that, could you confirm for all of us here the Commission is considering, or so far at least cannot rule out, allowing state aid in the form of feed-in tariffs for new nuclear power plants, such as is being considered in the UK? The risk, as I see it at least, is if the UK contract model for new nuclear power plants were allowed by the Commission under its competition controls, then that is a contract model that would be repeated elsewhere in Europe. So in effect, the UK is a test case. And the nuclear projects we heard about yesterday in two units in the Czech Republic, two units in Poland, other countries too, would be, I think, from the point of view of this audience at least, a very unwelcome trend and development. Thanks very much.
Thank you very much. I would like to ask the next speakers to limit themselves to 2 point maximum. But there was a lady there. Cécile Maisonneuve from the French Institute of International Relations. My questions are more dedicated to Mr. Fehr. You mentioned the world made by the International Energy Agency. So have read the report. You will also have read that they say that without nuclear energy, there will be no solution for climate change. They constantly repeated it for the past few years. Concerning what you said about the competitiveness of renewable energy sources and about subsidies, if there is no real competitiveness problem, can you explain me why Germany chose such a financial burden sharing between consumers and the industry, and why the German consumer is subsidizing the industry to pay for the energy vendor policy as far as renewable energy sources are concerned. Thank you. Thank you very much. Please. Mein Name ist Reinhard Jungmann. Ich bin Rentner, ich bin Energieverbraucher. Ich unterstütze jedes Wort, was Herr Fehr gesagt hat. Ich frage nochmal Sie, an Ihre Stelle, wenn ich dort gesessen hätte, hätte ich gesagt, meine Damen und Herren, ich denke, es ist heute alles gesagt. Für mich war das jedenfalls so. Und eine Frage an Herrn Borchert. Herr Borchert, warum schickt die EU Sie hierher? Ich könnte mir vorstellen, dass Herr Fehr an Ihrer Stelle in der Kommission arbeiten würde und hierher kommt. Oder warum haben Sie den Dr. Hermann Scheer nicht in die Kommission eingefordert, also bestellt, der ja Nobelpreisträger geworden ist? Und noch eine Frage zur Windenergie. Wer wollte denn die Windparks in der Nordsee haben und auch jetzt in der Ostsee? Keiner, die werden übergefördert. Sie brauchen die Leitungen, die jetzt die Energieverbraucher, so wie ich, bezahlen muss. Und im Grunde genommen, ich will nicht sagen, sie stören sie, aber die Balance wird gestört, weil eigentlich in Deutschland über 50% des Kapitals, und ich habe auch ein paar tausend Euro dazugegeben, als Bürger in diese Zukunft der künftigen Energieversorgung. Dankeschön. Dankeschön, bitteschön. Skule Sigurdsson, historian of technology. I think it might be helpful for the discussion to clarify 2 points, aspects structurally, conceptually. First of all, to speak of technology and lump them all together is unhelpful, despite the eloquence of what Mr. Fehr said, because the comparison with telecommunication and fiber optics and that sort of technology is very different from the power technologies, because I think technologies are of many kinds and one has to split them and not lump them together, because I think power systems and transmission systems should be compared more to railways than to these telecommunications. And I think that splitting needs to be done, because also the financial markets have been revolutionized through telecommunication. That comes back to the second conceptual clarification, which I think is needed, is to talk about this only as energy turn is unhelpful, because energy is an average entity. It doesn't have any time parameter. But what was said so clearly yesterday by some of the speakers is that this power turn or energy turn is about synchronization. How? It's like if you have a symphony orchestra, you cannot only have violins or only drums. You need all the instruments, and they have different characteristics. And then you need a good conductor, not only Hebe von Karajan, because that's a totally masculine-dominated enterprise, the conductors. You need variety and diversity, and you need to recognize that energy turn is a total misnomer and is in some sense more destructive than helpful for reaching clarity and consensus. Thank you. Thank you very much. I'll take the chance to take another two, because I realized I just took from the middle. So I'll take one from this side and one from this side. Andrei, if you allow the lady, then I would ask Michaela. Just thank you.
Please. Und ist hier noch von der Seite eine Frage. Ich habe vorhin hier Hände gesehen, aber sehe jetzt gerade keine mehr. Die Frage ist schon gestellt worden. Gut, dann, wenn da keine mehr ist, Andrzej, danach auch du bitte. Vielleicht auch zur Entschärfung des Konfliktes nochmal in Erinnerung rufen, bezüglich beispielsweise der Subventionen für fossile Energien, war es die europäische Seite, die darauf hingewirkt hat, dass die Kohlesubventionen abgebaut wurden, gegen großen Widerstand aus Deutschland, wie wir leider als Grüne alle beklagen müssen. Und genauso bezüglich der Haftungsregelung, die Versuche, bisher gemeinsame Haftungsregelungen zu finden, sind auch nicht zuletzt an Deutschland bisher gescheitert. Was ich aber betonen möchte, ist dieses, also wo wollen wir langfristig hin? Auch in dem Szenario der Kommission für 2050 ist dann ein Anteil erneuerbarer Energien von 60% drin. Und ich denke, das ist erstmal ja eine gute Ausgangsbasis für die Verständigung. Hinsichtlich der Frage, wie weit kann jetzt Europa gehen, um zu sagen, wir müssen noch weitergehen und vor allem, das ist uns als Grüne sehr am Herzen, aus der Atomenergie aussteigen, wissen wir, wir haben das Problem des Euratom-Vertrages. So, solange der da ist, kann die Kommission gar nicht anders reden, als Herr Borchert jetzt vorsichtig redet, sage ich mal. Also müssen wir da zusehen, wie kommen wir da weiter? Und in dieser Frage, wie können wir der andere Mitgliedstaaten mitnehmen? Das ist doch dann eben das Wesentliche. Reicht es aus zu sagen, naja, wir werden 2022 ausgestiegen sein und wir sollten da auch in der Argumentation vielleicht manchmal ein bisschen bescheidener sein. Wir sind heute, ist Deutschland immer noch der zweitgrößte Atomstromproduzent in der Europäischen Union. Also das heißt, wir haben zwar den Beschluss, Gott sei Dank, ja, aber wir haben auch einen Weg gewählt, um auszusteigen. Und ich finde es deshalb sehr wesentlich immer zu überlegen, wie können wir andere Mitgliedstaaten auch mitnehmen. Und da ist für mich eine der Fragen eben dieser Konferenz, werden wir das besser schaffen, wenn wir auch für die Erneuerbaren einen Binnenmarkt schaffen? Und da sind ja gestern eine ganze Menge Punkte genannt worden und für mich ist das ganz zentral. Oder machen wir den Ausbau der Erneuerbaren nur national, vielleicht mit ein paar Zielen, die von der europäischen Ebene kommen. Aber für mich ist eigentlich der Punkt, wie kommen wir und kommen wir dann vorteilhaft zu einem Binnenmarkt auch für erneuerbare Energien, um dann auch genau andere Mitgliedstaaten, die sagen, na, wir wollen aber auf unserer Atomenergie noch längerfristig basieren, um sie mitzunehmen und das Beispiel zu zeigen, es ist die viel, viel bessere Alternative, wenn man ganz auf erneuerbare Energien geht. Herzlichen Dank. Sorry, but I speak English. Be better than I speak Polish. I hope so. I'm from Poland, from the Institute for Sustainable Development. This is the NGO think tank. And I want to share the opinion about Mr. Fels, that is a really critical issue to take to account the external costs. If we take the external cost in Poland, which is the highest external cost of production of electricity, the price of electricity will be increased 70 to 150%. And in this moment, the conditions for the renewables on the market will be looks much different. We need to remember that it's not a problem of the climate, it's a problem of the other pollutions like particulates, like SO2, like NOx. All of these elements have affected not only the human health, but our economy. But my question is about something different. We're talking about the targets, we're talking about the measures, we're talking about the support, but I think we need to talk about the losers and the winners. Because losers in my country are two types. Very strong losers, this is the miners, this is the big power station, this is the energy intensive industry, which is generally in the state hands. That's, it is, you know, a very big problems, how we can encourage them, how we can take for the discussion, for real discussion. They are not interesting about the external cost, for example, if we want to raise this issue. And we have a second type of the losers,
It's 100,000 people who work in the mines and the surrounding business. And we need to find the measures how we can help them for the transition period. We need to remember about that and not forget it when we create the targets and create, you know, the feed-in tariff or green safety mechanism. And we have, you know, winners. And unfortunately, in my country, the winners are quite weak. They are not very well organized because there are hundreds, thousands of small units which are dispersed in the whole of country, but not in one region with the mining region or something like this. And my question is how we can deal with this problem, how we can make a loser less strong or more cooperative, and how we can support and strengthening the hundreds of thousands of the current and the future winners. Thank you. Vielen Dank. Das war jetzt konzeptionell und inhaltlich doch sehr viele Ebenen, die wir berührt haben. Wir können diese Themen nicht abschließend besprechen. Das hat, glaube ich, auch keiner erwartet. Aber ich denke, es war ein guter Input, auch für die Workshops, die jetzt folgen und an ganz vielen Punkten das auch noch vertiefen werden. Aber ich möchte Herrn Borchert und Herrn Fell jetzt noch die Möglichkeit geben, zu antworten und vielleicht auch zu sagen, wir brauchen ja eine einende Vision innerhalb von Europa, um die Politiken umzusetzen, um uns auf einen gemeinsamen Weg zu begeben. Und vielleicht auch noch mal mit einem Blick darauf, was das sein könnte. Herr Borchert, Sie hatten mit der Keynote angefangen, dann würde ich jetzt Herrn Fell anfangen lassen. Herr Fell. Ja, da waren ein paar spannende Kommentare und Fragen drin. Ich kann leider nicht auf alle eingehen. Einmal zur Internationalen Energieagentur. Wenn ich Sie gelobt habe mit dem Bericht über die Subventionen der Welt, heißt das nicht, dass ich alle Erkenntnisse aus der Internationalen Energieagentur vorbehaltlos unterstützen würde, sondern klar auch diese Position, dass die IEA die Nuklearenergie als unverzichtbar für die Welt hält, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Wir brauchen diese Nuklearenergie nicht für die Energiesicherheit. Und ich sehe auch bei der IEA große Probleme, dass sie die fossilen Rohstoffressourcen eigentlich immer überzeichnet und nicht die Schärfe der Problemlage darstellt, wie sie wirklich vorhanden ist in der Welt mit Peak Oil und anderen Fragen. Da habe ich also vehemente Kritik und ich will auch gerne darauf hinweisen, dass es da auch unabhängige andere wissenschaftliche Einrichtungen gibt, wie beispielsweise die Energy Watch Group, die erst kürzlich einen sehr interessanten Bericht aufgelegt hat, den ich auch der Kommission anheimgeben will, das mal im Detail zu analysieren, denn da kommen ganz andere Ergebnisse, beispielsweise darüber heraus, dass Shale Gas in den USA in den nächsten beiden Jahren den Höhepunkt erreichen wird und dann wir wieder in die alte Situation kommen, dass alles wieder teurer wird. Kurzfristig hat das ja auch die Kohlepreise mit nach unten gezogen und die Gaspreise in Nordamerika. Aber das kann keine verlässliche und sollte auch keine sein. Und man kann sich nicht auf solche kurzfristigen Sachen mit Energiepolitiken stützen, wird aber vielfach gemacht, weil viele glauben, das würde jetzt 20 Jahre so weitergehen mit Shale Gas als billige fossile Energiequelle. Das ist nur ein Punkt. Zu den Fragen mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, warum da die deutschen Haushaltskunden, die Industrie unterstützen. Wir haben ganz klar Fehlkonstruktionen im Erneuerbaren Energiengesetz, das nicht zu der Erkenntnis führen dürfe, das Erneuerbare Energiengesetz sei falsch, sondern einige wenige Stellschrauben und Details sind da drinnen nicht vollständig richtig. Und beispielsweise diese sind ja erst in den letzten Jahren festgezurrt worden, wo immer mehr Industriezweige befreit wurden von der EEG-Umlage mit dem Argument, dass sie im internationalen Wettbewerb stünden. Wir erkennen aber, dass viele von ihnen gar nicht im internationalen Wettbewerb stehen. Ich will ein Beispiel nennen, die Braunkohleförderung. Es gibt keinen internationalen Braunkohlehandel, aber dennoch sind sie von der EEG-Umlage befreit mit dem Argument des internationalen Wettbewerbs, um sie konkurrenzfähig zu machen. Hier sind also Fehlkonstruktionen drin, die müssen auch beschleunigt korrigiert werden. Aber das heißt nicht, dass das Erneuerbare Energiengesetz an sich eine Fehlkonstruktion wäre, wie es oft behauptet wird. Und das geht ja auch häufig in die Diskussion der Kommission ein. Und da will ich vielleicht auch den Appell geben, denn das war auch in den Aussagen von Michaele Schreier deutlich zu hören. Wie können wir denn beispielsweise einen Binnenmarkt schaffen? Eine ganz, ganz wichtige Frage, eventuell auch für erneuerbare Energien.
Es gibt sehr große Befürchtungen, dass mit einem eigentlich guten Ziel, einen Binnenmarkt und optimale Unterstützungsvorgaben für alle Mitgliedstaaten zu schaffen, da eigentlich das Gegenteil erreicht wird. Nämlich indem dann ein Instrument gewählt wird, eventuell Quoten oder Ausschreibungssysteme, die selbst nach vielen Analysen der Kommission von sich aus als nicht tauglich dargestellt wurden. Nicht effizient, was die Kostenfrage betrifft, und nicht effizient, was die Ausbaugeschwindigkeiten betrifft. Nun wissen wir, dass es natürlich, und das ist auch in dem Beitrag von dem Herrn aus Polen deutlich geworden, dass es in diesem Spiel des Klimaschutzes, des Umstellens auf erneuerbare Energien ja durchaus auch Verlierer gibt. Und diese Verlierer haben natürlich auch ein Interesse, solche Instrumente durchzusetzen auf europäischer Ebene, die eben den Bremsweg für die erneuerbaren Energien organisieren. Und das wären genau die auch von Herrn Oettinger vorgeschlagenen Harmonisierungselemente im Sinne von Quoten und Ausschreibungssysteme. Er ist ein bisschen zurückhaltender geworden in den letzten Wochen, das habe ich gespürt. Aber ich habe noch nicht gehört, dass er in den Vordergrund rückt, wenn wir Erneuerbare und den Binnenmarkt optimal haben, dann machen wir bitte ein Regime, das die Maßnahmen in den Vordergrund rückt und verpflichtend für die Mitgliedstaaten versucht durchzusetzen, die den schnellsten Ausbau und den kostengünstigsten Ausbau haben. Und genau das ist die Einspeisevergütung und nicht die anderen. Insofern habe ich da meine Ängste vor einer Harmonisierung. Und wir wissen, dass das ja auch im Europaparlament entsprechend artikuliert wird. Es gab ja den Vorschlag von Herrn Reul, der genau die Harmonisierung mithilfe von Quoten- und Zertifikatsysteme vorgeschlagen hat. Zum Glück hat der ITRE-Ausschuss vorletzte Woche dieses schon verändert. Das war aber kein Automatismus. Da ist heftiger politischer Aktivitäten sind dahinter, um eben auch diese Fehlentwicklung, wie vom Berichterstatter Reul vorgeschlagen, dann auch wirklich zu eliminieren. Es ist also in der Tat dieser Machtkampf der Verlierer des konventionellen Energiesystems gegen die neuen in der Tat vorhanden. Und das spürt man dann auch in den Fragen, ob es denn einen Einspeisetarif für die Atomenergie geben soll und weiteres. Insofern bin ich auch auf Ihre Antwort gespannt, auf diese Frage. Die kann ich nicht geben, wie weit die Kommission dieses dann unterstützt. Aber ich glaube, dass das keine tragfähige Position ist von Großbritannien, in dieser Richtung etwas stärker zu machen. Und als letztes noch von dem, was so angesprochen wurde, waren viele andere Sachen dabei. Aber das will ich noch mal betonen von Michaele Schreier. Wir haben immer noch Rahmensetzungen, wofür die Kommission nichts kann, ohne Zweifel, mit Euratom, aber auch andere Rahmensetzungen. Ich will die vielen Unterstützungen von Richtlinien für den Ausbau fossiler Energien nennen. Gibt es ganz viele Maßnahmen, die eben ein starkes, stützendes System für die alten Energien sind. Und diese sind dominanter als die unterstützenden Systeme für die erneuerbaren Energien und für die Effizienztechnologien. Und solange wir diese Missstände haben, müssen wir uns in der Tat fragen, wie kriegen wir andere Nationen dazu? Denn das kann ja nur im Ministerrat und EU-Parlament letztendlich dann entschieden werden. Und wie können wir da gewinnbringend sein? Und da glaube ich, das ist mein letzter Hinweis dann darauf, wir brauchen einfach die ehrlichen anderen Analysen über die Probleme des fossilen atomaren Energiesystems. Dass diese eben die hohen Kostenbelastungen haben, dass diese die großen schadensexternen Kosten verursachen, dass diese auch in Zukunft knapper werden, die Energiesicherheit nicht leisten können und dass wir mit erneuerbaren und Effizienztechnologien sehr wohl eine Chance haben, nicht nur den Klimaschutz zu organisieren, sondern auch die Versorgungssicherheit und dies auch viel kostengünstiger für die Konsumenten, weil sie brennstoffkostenfrei sind. Diese zusammengebundenen Analysen sind viel, viel wichtiger und da könnte die Kommission natürlich sehr hilfreich wirken, weil sie ja Analysen macht und den Mitgliedstaaten und anderen zur Beratung bereitstellt. Aber in dieser Richtung, sage ich eindeutig, vermisse ich das in der Konsequenz. Das findet eben so nicht statt. Herr Borchert. Lassen Sie mich gleich an das anknüpfen, was Sie gerade sagten, Herr Feld, zu den Analysen. Ich habe ja hier den Vorteil, dass ich ein absoluter Newcomer bin. Und das ist sicherlich, nein, ich sage jetzt nur, das ist jetzt etwas, was ich sicherlich als Anregung mitnehmen werde. Und
werde erstmal mich schlau machen, ob es die nicht schon gibt. Wenn ja, werde ich sie dann auch entsprechend versuchen zu verstehen. Aber vielleicht haben wir mal Gelegenheit, sich darüber dann auszutauschen. Aber danke für den Hinweis. Ich habe mir das auch notiert, die amerikanischen Studien, auf die Sie da angesprochen haben. Zur Kompetenzfrage. Ist es richtig, in der Energiepolitik haben wir eine geteilte Zuständigkeit zwischen Union und Mitgliedstaaten. Richtig ist auch, dass die Union, auch was die Kommission angeht, bisher nicht zimperlich gewesen ist, die Kompetenzen oder ihre Möglichkeiten im Rahmen einer geteilten Kompetenz sehr weit auszudehnen, um das vorsichtig auszudrücken. Allerdings ist das mit dem Lissabon-Vertrag einigermaßen schwieriger geworden, weil über die geteilte Zuständigkeit jetzt eine wirksame Subsidiaritätskontrolle schwebt, die auch durch die nationalen Parlamente wahrgenommen wird. Und hier kommen Sie in das große Problem, und das ist auch, worauf ich am Ende vielleicht nochmal zurückkommen will, auf das, was Michaela Schreier gesagt hat. Was man einfach als Realität zur Kenntnis nehmen muss, ist, dass wir eben nicht im Europa der 27 Mitgliedstaaten heute in einem homogenen Energieraum leben, sondern wir haben eine hohe Diversifizierung in den einzelnen Mitgliedstaaten und auch eine hohe Ideologisierung. Wenn Sie auf die Atomenergie, wenn ich da Frankreich und das Vereinigte Königreich zum Beispiel nehme, oder auf der anderen Seite Deutschland, Herr Fell hier, der vehemente Vertreter, 100% erneuerbare Energie, möglichst morgen. Das ist also für jetzt aus dem europäischen Kontext, und auch wenn ich da die Zuständigkeitsfrage sehe, nicht so einfach, hier zu sagen, wir wissen es besser, wir nehmen uns diese Kompetenz, und da ihr offensichtlich in den Extrembereichen euch bewegt, wollen wir eine europäische Lösung. Das ist nicht so einfach. Und ich komme aber nochmal darauf gleich zurück, was da eigentlich aus unserer Sicht zu machen ist. Zu den Leitlinien für die staatlichen Beihilfen. Es ist richtig, sie werden überarbeitet. Federführend dafür sind nicht wir, sondern die Generaldirektion Wettbewerb. Aber wir sind sehr eng eingebunden. Sie haben Ihre Frage schon sehr vorsichtig formuliert. Ich kann in dem Zusammenhang im Moment gar nichts ausschließen. Ich kann keine Vorwegausnahme machen, ob es tatsächlich dazu kommt, dass im Rahmen dieser Leitlinien die Subventionierung, die Sie angesprochen haben, für die Kernkraftwerke tatsächlich durchläuft oder ob sie gestoppt wird. Das ist intern noch nicht klar. Aber ich kann es nicht ausschließen in diesem Moment. Insofern müssen Sie sich da gedulden, bis die Leitlinien vorliegen. Dann nur ganz kurz der Verbrauchervertreter. Ich bin nicht geschickt worden hier in diese Veranstaltung, sondern man hat mich freundlicherweise eingeladen und ich habe die Einladung wahrgenommen. Sie haben gesagt, ja, vielleicht sollten mehrere Fels oder Nobelpreisträger für die Kommission arbeiten, aber da unser Gehaltsgefüge ja immer weiter nach unten geht, ist es natürlich schwer anzunehmen, dass wir solche Koryphäen in Zukunft für die Kommission gewinnen können. Dann fand ich sehr interessant Ihre Stellungnahme über den Vergleich. Dieser Vergleich, den Herr Fell gebracht hat zwischen erneuerbaren Energien und modernen Telekommunikation. In der Tat, es ist, ich habe das an dem Montag, Herr Johnson war auch auf dieser Veranstaltung, wurde das auch als Beispiel gebracht, es ist auf den ersten Blick frappierend. Ich gebe Ihnen recht. Und ich war auch überrascht. Und wenn man vergleicht, vor 20 Jahren wusste man noch gar nicht, was ein Smartphone ist. Heute, meine beiden Töchter, die flittern in der Welt rum. Und wenn es diese nicht gäbe, hätte ich große Probleme, überhaupt zu wissen, wie es ihnen geht und was sie machen. Deswegen, aber ich glaube, der Kollege hat recht, dass man diesen Vergleich so nicht ziehen kann. Der bessere Vergleich ist tatsächlich, wenn ich das mit dem Schienennetz vergleiche. Wir brauchen das habe ich auch gesagt, eine Trennung, aber eine Koordinierung innerhalb eines Marktes. Ich komme darauf aber nochmal zurück. Eine Synchronisierung, wie Sie es genannt haben. Das ist auch den Weg, den die Kommission da erreichen will. Und jetzt komme ich zu der Bemerkung von Michaela Schreier, die ich auch nutzen will, mein Abschlussstatement zu machen. Zunächst
Vielen Dank für den Hinweis noch, der Kohlesubventionsabbau. Ich war damals selbst im juristischen Dienst für die Aufsicht der staatlichen Beihilfen zuständig und für mich hätte das sogar noch ein paar Jahre früher kommen können. Wir, glaube ich, waren da zu nachgiebig gegenüber der damaligen Bundesregierung und den Interessen der RAG. Auch der Hinweis auf die Fahrpläne 2050, dass wir dann von 40 sogar auf 60% kommen wollen. Ich glaube schon, Herr Fell, dass das schon ein deutliches Signal ist, dass wir eben nicht, so wie Sie das in Ihrem Eingangsstatement dargelegt haben, nach wie vor darauf pochen und es müssen fossile her, wir wollen die Kernenergie. Diese Stimmungen hören Sie auch jedenfalls aus Europa nicht. Die Kernfrage hat aber Frau Schreyer selbst gestellt. Und das hat damit zu tun, was ich gesagt habe, wie weit die Mitgliedstaaten heute auseinanderliegen bei ihrem Ansatz in der nationalen Energiepolitik. Das ist die Frage, wenn wir wirklich vorankommen wollen und ein europäisches System, ein funktionierendes, dekarbonisiertes Energiesystem haben wollen, dann ist die Frage, wie nehmen wir die Mitgliedstaaten mit? Das ist für mich die ganz entscheidende Frage. Ich sage Ihnen gleich, Herr Fell, wir nehmen Sie nicht mit, indem wir sagen, und nur die Einspeisevergütung ist der richtige Weg. So werden wir Sie nicht mitnehmen. Wir werden Sie aus meiner Sicht, was ich im Moment überschauen kann, nur mitnehmen, wenn es uns tatsächlich gelingt, einen funktionierenden Binnenmarkt für diese Energien zu schaffen. Wie weit wir es schaffen, ob wir es hinbekommen, irgendwann auf 100% zu kommen, will ich heute gar nicht diskutieren. Allerdings für einen Zeitraum wird es nur über synchronisierte Möglichkeiten geben. Ich sehe keine Alternative zu diesem Binnenmarkt. Der allerdings, und darüber sollten wir uns mehr unterhalten als über ideologische Positionierungen, was für diesen Binnenmarkt notwendig ist. Ich habe schon gesagt, wie kriegen wir es hin, dass die notwendigen Investitionen fließen? Wie kriegen wir es hin, dass wir die grenzüberschreitenden Netze schaffen? Wie kriegen wir es hin bei der Einsparung, dass wir auch den Verbraucher mitnehmen? Ich meine, über den haben wir heute gar nicht gesprochen. Dieser ganze Binnenmarkt hat doch nur zum Ziel, auch den Verbraucher in die Lage zu versetzen, seinen Strom regelmäßig und zu erschwinglichen Preisen auch noch zu bekommen, was auch damit zu tun hat, dass wir auch in diese Technologien, wie zum Beispiel die intelligenten Netze oder auch die intelligente Messung, die den Verbraucher in die Lage versetzt, zu jedem Zeitpunkt festzustellen, wie der Verbrauch ist, sodass er nicht unbedingt jetzt seinen Höchstverbrauch hat, wenn der Stromverbrauch ohnehin in der Höhe ist und damit auch die Strompreise für diesen Zeitraum besonders hoch sind. All diese Möglichkeiten, die mit neuen Technologien zu tun haben, müssen wir dort nutzen. Und ich glaube, es gibt da mehrere Baustellen als nur die Verengung zu sagen, wenn wir europaweit eine Einspeisevergütung hinbekommen, dann wird sich das schon alles regeln. Zur Einspeisevergütung, Sie legen die Kommission immer auf etwas fest, das sie so gar nicht gesagt hat. Ich habe mir auch angeguckt, was Herr Oettinger in den letzten Zeit dazu gesagt hat. Vor allen Dingen, wenn ich mit ihm spreche, möchte ich wissen, was er vorher gesagt hat. Aber ich kann auch diese Vorausfestlegung bei ihm nicht feststellen, sondern wir sind dort sehr vorsichtig. Wir werden dezidiert Stellung nehmen und Sie können sich auf das Papier freuen, das ist gegenwärtig in Arbeit. Wir werden uns alle Systeme anschauen und nach den gleichen Kriterien beurteilen, durchgängig. Die Einspeisevergütung, Quoten, Zertifizierungen, Investitionen und. Alles, was es in Europa heute gibt in diesem Bereich und werden daraus dann unsere Schlussfolgerungen ziehen, die wir dann auch zur Diskussion stellen. Und vielleicht ergibt sich dann ja die Gelegenheit, darüber weiter zu denken. Also abschließend für mich ein klares Bekenntnis, und ich habe das auch schon bei meinem Einführungsstatement gesagt, zu der Forcierung der erneuerbaren Energien. Sie sind im Moment in der Tat das Beste, was wir haben, um unsere Ziele wirksam zu erreichen. Allerdings würde ich noch nicht so weit gehen, wie Sie das gern wünschen, Herr Fell. Ich glaube, dass sich die Verwirklichung der Ziele auch im Rahmen der Nutzung erneuerbarer Energien nur in einem europäischen Binnenmarkt abspielen kann, der auch für
eine für mich noch unbestimmte Zeit auch Platz für andere Energien lassen muss. Vielen Dank. Dankeschön. Also, um es vorneweg zu sagen, ich hatte mir im Vorfeld schon von den Organisatoren den Freibrief geholt, dass man ein bisschen überziehen darf. Zweitens weiß ich, das ist ein emotionales Thema und wenn es einem unter den Nägeln brennt, dann möchte ich nicht, dass die Finger anbrennen. Deswegen, ich habe hart verhandelt, eine Minute für Herrn Fell zu einem spezifischen Thema und dann ist hier wirklich Schluss, dann sage ich noch ein Wort. Ja, denn zu dem Beitrag der Informationstechnologien hatte ich nichts gesagt, obwohl mir es unter Nägeln brennt und ich glaube, es ist fundamental, dieser Vergleich. In der Tat gibt es große Unterschiede zur Technologieimplementierung der erneuerbaren Energien. Und der entscheidende Unterschied ist, für die neuen Smartphones, Mobilfunksachen, für die Computertechnologien gab es nichts. Sie stießen in ein Vakuum, das die Gesellschaft wollte mit den neuen Technologien. Energie dagegen haben wir. Und deswegen müssen die Technikrevolutionen der erneuerbaren Energien substituierend gegen den Bestandsschutz der konventionellen ankämpfen. Und das genau ist der Unterschied. Aber was wir aus der Informationstechnologie lernen können, ist, an Technik, Geschwindigkeitsentwicklung und Kostensenkung liegt es nicht. Wenn man in der Gesellschaft es organisieren will, dass der Klimaschutz mit diesen Techniken sehr schnell kommen will, dann geht es. Die Industrien können das, das kann man in 20 Jahren organisieren. Also bleibt übrig, es liegt nur an den politischen Rahmenbedingungen, dieses zu organisieren und zu schaffen. Und exakt da sehe ich im Strategic Energy Plan der EU-Kommission genau dieses nicht verwirklicht. Dort steht nuklear und vor allem fossile Energie im Vordergrund und Erneuerbare wird nur auf die erneuerbare Richtlinie verwiesen, statt sie in den Mittelpunkt der heimischen Ressourcen und Energiesicherheit in Europa zu stellen. Das ist der Unterschied. So, das war's. Ich fand's spannend. Ich hoffe, Sie auch. Wir nehmen sicher viel mit, um jetzt spezifischer zu diskutieren in unseren Workshops. Wir haben es jetzt schon halb. Ich würde vorschlagen, das mache ich jetzt einfach mal frei Hand. 10 Minuten Pause und danach in die Workshops. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion dort. Dankeschön.